So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Auf meiner Uhr ist es Punkt 8 Uhr, 18 Uhr, nicht Punkt 8 Uhr, dann wären wir schon durch. Schön, dass Sie doch so zahlreich eingeschaltet haben bei diesem Regenwetter. Ich glaube, da zieht es die Leute tatsächlich doch nochmal an den Rechner zu Hause. Wenn jetzt das Wetter vom Wochenende wäre, wären wir wahrscheinlich eine kleinere Runde. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Scheelen-Webinarreihe. In dieser Webinarreihe stelle ich in drei Teilen die wesentlichen Tools der Scheelen-Gruppe vor. Das heißt, wir haben gestartet vor 2 Wochen mit dem Thema Insights MDI. Heute geht es um das Thema Outmatch Assess und dann in 2 Wochen wieder im gleichen Rhythmus geht es dann um das Thema Relief-Stressprävention. Wie gesagt, für heute vorbereitet das Thema Relief, das Thema Outmatch Assess, gute Vorrede. Bevor wir anfangen, Sie bekommen gerne natürlich die Folien im Nachgang. Ich blende am Ende meine E-Mail-Adresse ein. Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, was Sie interessiert, was Sie gerne hätten. Da natürlich der Foliensatz und ich werde auch eine kostenlose Analyse zum Selbstmal durchführen, zum Selbstmal Probefahren mit verlosen. Ob Sie mal schauen können, wie Sie in Outmatch Assess die Analyse selbst durchführen und wie das sich so als Teilnehmer auch anfühlt. Was steht heute auf der Agenda? Ich werde Ihnen kurz die Scheelen-Gruppe vorstellen, unseren Partnerbereich, mich natürlich selbst auch gleich erstmal, bevor Sie überhaupt wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Dann gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Scheelen-Portfolio. Also was haben wir insgesamt, die drei Tools, die ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe, was ist das alles? Dann schauen wir uns vor der Kompetenzdiagnostik selbst mal die Mission an von der Scheelen-Gruppe. Das mache ich hier an diesem Punkt eigentlich immer sehr gerne, weil es so dieses Warum, den Purpose eigentlich gibt, warum wir das tun, was wir tun, warum wir auch dieses Tool neben dem zum Beispiel Insights, was wir ja schon viel länger im deutschen Markt eingeführt hatten oder auch anderen Themen, die wir im Markt umsetzen, warum wir dieses Tool mit reingenommen haben. Und das ergänzt das Tool-Portfolio extrem gut. Deswegen schauen wir uns da mal an, warum. Dann stelle ich Ihnen das Tool selbst vor, die Outmatch Assess-Analyse. Was kann man damit tun? Was ist damit machbar? Und was sind auch so die USPs davon? Und dann gibt es einen kleinen Ableger, das nennt sich 360 Grad. Das heißt, hier gibt es nochmal eine Besonderheit. Wir arbeiten zwar auch mit den Kompetenzen, aber in einer anderen Form der Abfrage. Und auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Da gebe ich Ihnen gerne auch einen kurzen Überblick. Dann geht es natürlich darum, wo kann ich das Ganze anwenden? Was sind jetzt Anwendungsgebiete? Was sind auch zum Beispiel ein praktischer Fall mal, den ich Ihnen mitgebracht habe? Wie haben wir es denn im Coaching zum Beispiel eingesetzt? Dann die wissenschaftlichen Testgütekriterien, dass Sie da einfach nochmal einen Hinweis dazu haben. Und Zeit für Fragen ist dann am Ende oder auch gerne zwischendurch. Ich habe den Chat hier offen. Die Gruppe ist nicht so groß, dass ich jetzt nicht mit den Rückfragen umgehen könnte. Können Sie mir gerne einfach reinschicken und ich gehe dann gerne drauf ein. Ansonsten am Ende natürlich nochmal die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Ja, vorab, mein Name ist Andreas Mehl. Ich bin Director Partner Management der Scheelen-Gruppe, bin seit 2010 mit an Bord, das heißt die Probezeit knapp überschritten. Bin zuständig gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen für den Partnerbereich, das heißt die Trainer, Berater und Coaches, die mit unseren Tools draußen am Markt bei ihren Kunden arbeiten. Die betreuen wir sowohl inhaltlich, fachlich, als auch technisch, als auch vertrieblich und so weiter, also sehr umfangreich. Mein Steckenpferd, mein Lieblingseinsatzgebiet, mein Baby sind sogenannte Benchmark-Prozesse oder SSM-Workshops. Das zeige ich Ihnen nachher noch mal ein bisschen genauer. Das ist nämlich ein Punkt auch, der Outmatch Assess sehr stark auszeichnet und auch abhebt vom Markt. Das heißt, ich schaue mir gerne, bevor ich mir einen Bewerber, einen Kandidaten anschaue, überlege ich mir lieber, was ist denn überhaupt das Soll, was der erfüllen soll. Daher der Name Soll. Und habe dann eine klare Vorstellung, welche Kompetenzen soll der mitbringen, welche Verhaltenspräferenzen, welche Motive und so weiter. Und kann dann erst natürlich eine Aussage dazu treffen, wie gut der Kandidat auf diese Stelle passt.
Ansonsten bin ich auch zuständig für die Master-Akkreditierungen im Bereich Insights, MDI und Outmatch Assess. Auch darüber werde ich Ihnen nachher noch was zeigen. Was ist so eine Master-Akkreditierung? Wofür braucht man das? Ich begleite sehr gerne dann insgesamt mit diesen Sollprofilprozessen auch Unternehmen bei Recruiting-Prozessen. Das natürlich gemeinsam mit unseren Partnern. Ansonsten für alle gängigen Tools der Scheelen-Gruppe zertifiziert. 38 Jahre alt. Ich habe mal gehört, man muss ab 35 sagen, dass man alt ist und nicht jung. Ich fühle mich noch jung. Naja, je nachdem. Ja, ansonsten, wenn Sie da weitere Fragen haben, auch gerne mal privat bei einer Veranstaltung oder so, können wir uns auch gerne mal so austauschen. Ansonsten so viel zu mir. Zur Scheelen-Gruppe. Wir haben einen Verbund von insgesamt 8 Firmen. Darunter sind unsere Niederlassungen in Schweiz, Österreich, Italien. Wir haben auch noch Slowenien, Montenegro als Lizenzgebiete. Mittlerweile auch Frankreich für den Bereich Outmatch Assess. Und halt USA nochmal ein Ableger, wo es um das Thema Stressprävention geht. Aber auch die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Tool-Konzernen, mit denen wir natürlich zusammenarbeiten. Insgesamt circa 50 Mitarbeiter, davon einige frei, die dann eben für uns als Consultant, als Trainer unterwegs sind. Wir haben über 1300 Partner. Da werden wir jetzt dieses Jahr auch in Deutschland die magische 1000 sprengen. Bin ich schon ganz euphorisch, da freue ich mich schon drauf. Lassen wir uns mit Sicherheit wieder irgendwas Schönes einfallen für den 1000. Partner. Die Firma ist auch über 30 Jahre am Markt, also auch da steckt einiges an Know-how, an Erfahrung auch mit drin. Und was Sie hier auf der linken Seite auf dem Foto sehen, wir haben jetzt mittlerweile auch unser eigenes großes Trainingsgebäude, Schulungszentrum, gerade im letzten Jahr dann bezogen. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Besuchen Sie uns gerne mal, kommen Sie mal auf einen Kaffee vorbei oder besuchen Sie mal eins unserer Trainings. Macht richtig Spaß hier im neuen Gebäude. Auch herzlich willkommen natürlich im Partnerbereich der Scheelen-Gruppe. Eben diese 1300 Partner, die ich gerade angesprochen habe. Da gibt es ja alle Varianten bei diesen Partnern. Das heißt, wir haben Einzelcoaches, die so alle 2-3 Jahre mal eine Analyse für die Personaldiagnostik brauchen. Wir haben große Trainingsunternehmen mit 70, 80 Trainern. Und wir haben Personalberatungen, die natürlich entsprechende Durchläufe auch an Personen haben bei den Analysen. Und jeder einzelne Partner ist natürlich sehr wichtig. Das hier, man glaubt es kaum, ist gerade mal ein Jahr her. Das heißt, wir waren Ende Januar letztes Jahr in 2020 noch zusammen zum Jahreskongress. Das vermisse ich tatsächlich sehr bei dieser Online-Welt, die wir mittlerweile haben. Die ersten Präsenztrainings sind zwar schon gelaufen, aber natürlich unter extrem hohen Hygienemaßnahmen und Vorschriften und so weiter. Aber ich denke, wir werden auch das bald wieder irgendwann erleben. Wir planen tatsächlich so einen Jahreskongress mit den Partnern Anfang nächsten Jahres. Ich hoffe, dass wir das auch durchziehen können. Vielleicht nicht ganz in der Größe, aber doch zumindest, dass man auch mal ins Netzwerken kommt, dass man wieder in den Austausch kommt und so weiter. Also das ist uns sehr wichtig, auch der Austausch mit den Partnern, dass wir hier nicht Tool-Anbieter und Kunde sind, sondern wirklich auch an ihrer Seite mit in ihrem Boot sitzen und da auch sie unterstützen. Ja, wie ist diese Tool-Reihe, diese Webinar-Reihe zustande gekommen? Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, dem BDVT und dem DVCT, haben wir eine Webinar-Reihe geplant, um einfach den Mitgliedern von den Verbänden, aber natürlich jetzt auch eben frei eingeladenen Interessenten einen Überblick zu geben. Was haben wir in unserer Toolbox? Und dabei ist natürlich immer die Frage, welche Werkzeuge habe ich denn als Trainer, als Berater, als Coach in meiner Toolbox, in meiner persönlichen Toolbox? Ich vergleiche das immer gerne. Ich sage, wir sind Black & Decker. Es soll keine Schleichwerbung sein, sondern einfach, wir haben ein richtig gutes Tool hier. Wir haben einen tollen Akkuschrauber gebaut. Und mit diesem Tool ist jetzt mein Job, die Arbeit Ihnen zu erleichtern und dann auch, dass Ihnen die Arbeit Spaß macht mit dem Tool, dass es das tut, was es soll, dass es gut funktioniert und damit, dass Sie natürlich bei Ihrem Kunden auch wieder eine gute Arbeit leisten können und abliefern können. Und wenn Sie aber jetzt einen Nagel in die Wand hämmern möchten, dann nutzen Sie doch bitte einen Hammer dafür und nicht den schönen Akkuschrauber für diesen Einsatzzweck. Also jedes Tool hat auch seinen bestimmten Einsatzzweck.
Und oftmals geht das unter im Beratungsalltag, im Traineralltag, dass man auch so seine eigene Toolbox, seine eigenen Werkzeugkasten füllt. Jeder Handwerker legt sehr viel Wert darauf, dass er sehr gute Handwerkswerkzeuge hat. Jeder Arzt hat ganz tolles Arztbesteck oder was auch immer, was er da für medizinische Instrumente hat und legt da Wert drauf. Und da sollte man vielleicht als Berater, als Coach, als Trainer dann auch einfach nochmal schauen, was habe ich denn alles in meiner Toolbox? Das betrifft nicht nur die Tools, die wir jetzt hier vorstellen. Das ist einfach eine Ergänzung. Das kann aber auch vieles mehr sein, was Sie aus Ihrer Trainerausbildung, aus Ihrer Coaching-Ausbildung mitgebracht haben. Verschiedene Dinge, die Sie in Ihrer Arbeit einsetzen können. Wir haben die Reihe so aufgebaut, dass wir angefangen haben mit Insights MDI. Der Part ist schon durch. Sie können den aber gerne sich nochmal anschauen. Ist auch auf YouTube hochgeladen. Einfach mal Insights MDI eingeben. Ich glaube, einer der ersten 10 Punkte ist dann dieses Webinar. Können sich gerne nochmal anschauen, worum es bei Insights geht. Ist so das bekannteste Tool, auch das, was wir schon am längsten bei uns mit im Portfolio haben. Outmatch Assess ist gleichzeitig das neueste und das zweitälteste Tool bei uns im Portfolio. Warum, erkläre ich Ihnen gleich. Darum geht es natürlich heute. Und dann haben wir noch am 20. Mai abends nochmal den dritten Part dann zum Thema Relief. Relief sind zwei Tools. Einmal die Relief-Individualanalyse für eine Einzelperson, um die Stressfaktoren, die persönlichen Stressfaktoren zu messen. Und einmal die Relief-Gefährdungsbeurteilung, um ganze Unternehmen zu messen. Also die psychische Belastung am Arbeitsplatz zu erfassen und die entsprechenden Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Wie schön wäre es, könnte ich hinter die Platte hier vorne, in den Kopf meines Kandidaten, in den Kopf meines Mitarbeiters schauen. Wie schön wäre es, könnte ich das von außen bewerten? Wie gut ist der denn oder was hat der für Verhaltensweisen? Was hat er für Motive? Was treibt ihn an? Und dafür soll eins unserer Tools natürlich Hilfestellung leisten oder sogar eigentlich alle unsere Tools. Was macht berufliche Performance aus? Wenn man sich diese Frage stellt, da kommen natürlich verschiedenste Adjektive, die einem da in den Kopf kommen. Wenn ich in einem großen Publikum frage, sagen Sie mir doch mal Kompetenzen von guten Führungskräften oder von guten Mitarbeitern, bekomme ich sehr viele Hinweise und meistens fallen die alle in diesen ersten Bereich, den wir uns anschauen hier, nämlich in die Verhaltenspräferenzen. Also wie tue ich etwas? Wie verhalte ich mich? Wie kommuniziere ich? Wie treffe ich Entscheidungen? Aber auch zum Beispiel, wie führe ich? Was ist mein Führungsstil? Der zweite Bereich geht dann um die Antriebsfaktoren, die Motive, das Warum. Wir sagen auch die Driving Forces. Also warum tue ich das, was ich tue? Was treibt mich an? Was lässt mich ticken? Was motiviert mich, meinen Job zu tun? Vielleicht auch, was motiviert mich, die Extrameile zu gehen? Und der dritte Bereich, das ist jetzt der Bereich, wo wir uns heute hauptsächlich mit beschäftigen. Das ist der Bereich des Was. Was kann ich denn wirklich? Was sind meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen? Was sind auch Handwerksfertigkeiten, die ich für mich gelernt habe, die ich mir angeeignet habe? Dieser Kompetenzstern, so nennen wir den gerne, oder auch Mercedes-Stern gesagt, teilt sich dann von den Tools her so auf, dass wir Verhalten und Motive mit dem Bereich Insights MDI, mit dem Tool Insights MDI abdecken. Und da kommt dann auch der dritte Bereich von Insights noch mit dazu. Das wäre diese mittlere Darstellung. Das ist EQ, emotionale Intelligenz. In dem Webinar dazu lernen Sie natürlich dazu noch einiges kennen und auch einen Überblick, was jetzt wofür ist. Wenn ich diesen EQ-Bereich noch auf diesen Stern hier darstellen möchte, würde ich ihn genau in die Mitte packen. Würde ich sagen, genau, es durchfließt alle Bereiche. Es hat mit meiner Kompetenz zu tun, mit meinem Verhalten und mit meiner intrinsischen Motivation. Und dann eben oben rechts, oben links den Bereich Outmatch Assess. Darum geht es ja heute. Und dann haben wir Relief. Relief könnte ich jetzt auf diesem Stern nicht unbedingt gut darstellen. Aber wenn man möchte, ist das so der Mantel außen herum oder der Regenschirm darüber. Das heißt, wenn meine Stressprävention nicht okay ist, wenn mein Leistungserhalt nicht okay ist, kann ich natürlich die ganzen anderen Bereiche vergessen. Das ist also auch sehr wichtig außen herum nochmal. Okay, steigen wir ein mit Outmatch Assess. Und da ist die Frage, warum kümmern wir uns überhaupt um Kompetenzdiagnostik?
Und ich finde es ganz schön, wir haben eine Mission bei Schälen, die wird nicht nur irgendwo auf die Homepage gestellt, sondern ich habe die letzten 11 Jahre erlebt im Unternehmen. Das heißt, wir sagen, wir fördern menschliches und unternehmerisches Wachstum. Kann ich persönlich unterschreiben, habe ich so empfunden, habe ich so ja, wahrgenommen die letzten 11 Jahre. Aber natürlich auch die Kunden sollen das so entsprechend bestätigen und tun sie auch. Das ist ein Bereich, der uns sehr stark antreibt. Dabei stellen wir uns immer die Frage, okay, was ist denn jetzt? Wie kann man denn menschlich und unternehmerisch wachsen? Dadurch, dass wir sagen, die Person sollte mit den richtigen Aufgaben am richtigen Platz eingesetzt werden. Wenn der Mitarbeiter mit den richtigen Aufgaben am richtigen Platz eingesetzt wird, der richtige Mitarbeiter, dann führt das dazu, dass er sehr gut emotional gebunden ist, dass er auch wirklich für den Job und für das Unternehmen brennt. Und was ich jetzt Ihnen hier vorbereitet habe für Sie, ist einmal natürlich Gallup, um zu sagen, nochmal, die Studie kennen Sie sicherlich schon. Wie sieht es denn von der inneren Kündigung aus? Also wie stark brennen denn die Mitarbeiter für das Unternehmen, für den Job? Und dann aber auch das Ganze weiterzuführen, besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Engagement-Index, also dem wirklichen der emotionalen Bindung der Mitarbeiter und der Führung, den Führungskräften. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das eine ist natürlich irgendein Engagement-Index. Das ist jetzt so die neueste Auswertung von 2019. Die 20er kommt demnächst. Aber die Zahlen sind jetzt auch nicht so, dass die ständig völlig abweichen. Also dieses 15, 70, 15 hatten wir eigentlich schon in der Zusammenstellung eigentlich immer ganz ähnlich. Es ist hier jetzt ein bisschen verrutscht auf 16 bei den emotionalen, bei der fehlenden emotionalen Bindung. Das heißt, die Zahlen sind ein bisschen höher geworden nochmal. Also, Gallup sagt, von 100 Beschäftigten in einem durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland haben 15 eine hohe emotionale Bindung. Die brennen fürs Unternehmen, die brennen für das, was sie tun. Die sind ja im Hier und Jetzt, die arbeiten an ihrem Job und freuen sich auch dabei. Der größte Teil, 69 Personen, also 69%, haben eine eher geringe emotionale Bindung. Und das ist halt schon wirklich krass, wenn man sich das anschaut. Nur 15 von den 100 haben eine wirklich hohe emotionale Bindung. Und dann haben wir diese 16, früher waren es 15 ein Jahr vorher, die haben keine emotionale Bindung. Das heißt, die haben eigentlich innerlich schon gekündigt. Wenn der richtige Job kommt, wenn das richtige Angebot kommt, sind die weg. So. Das heißt, sind nicht gebunden ans Unternehmen und die brennen natürlich auch nicht für den Job. Die gehen auch nicht die Extrameile. So, was können wir denn dagegen tun? Jetzt ist die Frage, wir sagen, je besser die Führungskraft, desto höher ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit, das Mitarbeiterengagement. Woher nehmen wir diese These? Sind jetzt Studien von Zenger-Volkmann aus Amerika. Zenger-Volkmann misst diese Führungseffektivität mit einer 360-Grad-Analyse. Extraordinary Leader ist auch eins unserer Tools, gehört aber nicht zur Webinarreihe, weil das einfach nochmal ein unterstützendes Tool ist, ein weiteres Tool. Die Führungseffektivität wird über die 360-Grad-Analysen gemessen. Das heißt, wir schauen hier, wie stark, wie gut ist denn die Führungskraft? Und da sind nicht nur zwei Datensätze drin, sondern hier sind tatsächlich über 30.000 Datensätze drin. Das ist jetzt noch weltweit einfach mal ein globaler Vergleich und dann gegenübergestellt mit der Mitarbeiterzufriedenheit, mit dem Engagement-Index. Das ist jetzt keine ganz lineare Linie, aber ja, kommt sehr nah an eine lineare, an linearen Verlauf ran. Das heißt, wirklich sehr viel besser, zufriedener sind die Mitarbeiter von den wirklich effektiven, von den guten Führungskräften. So, dann gucken wir uns natürlich als nächstes an, wie sieht das denn aus? Führungseffektivität versus Kundenzufriedenheit. Und das Spannende hier ist jetzt, wir reden hier von einem IT-Technologiedienstleister. Und da ist es so gewesen, dass das nicht die direkten Kunden waren. Das heißt, es waren nicht die Kunden der Führungskräfte, die wir hier gemessen haben, sondern das waren die Kunden der Mitarbeiter. Also keinen direkten Kundenkontakt zwischen der Führungskraft und dem Kunden selbst. Und das finde ich spannend. Das heißt, hier haben wir ja schon so eine Folge, ne? Das heißt,
je besser die Führungskraft, desto zufriedener die Mitarbeiter, desto zufriedener die Kunden. Ne, kann man jetzt hier auf jeden Fall schon ableiten. Schauen wir einen Punkt weiter. Okay, wir wollen ja Geld verdienen. Das heißt, wie sieht es denn vom Umsatz aus? Das ist jetzt zwar hier in Dollar ausgedrückt, ist aber eine deutsche Firma, ist ein deutscher Automobilhersteller. Und da haben wir geguckt, bei 170 Vertriebsleitern, wie sehen denn die Umsätze aus? Und natürlich hier die Top 10 macht auch die meisten Umsätze. Und nochmal, da, auch da war es so, keine direkten Kundenkontakt. Also das ist auch wieder der Sales Leader, der Verkaufsleiter, hatte hier nicht den direkten Kundenvertrieb. So, jetzt sagt natürlich der Chef nicht umsonst, dass Umsatz ist nicht alles. Guck doch mal, was unterm Strich bei rauskommt. Da haben wir auch eine Studie zu. Die ist jetzt aus dem Bankensektor. Das heißt, hier haben wir verschiedene Bankfilialen, die genau alle die gleiche Ausgangslage hatten, also auch je nach Gebiet, wie viel Einfluss sie haben, wie viele Kunden sie erreichen können und so weiter. Also die gleichen Ausgangslagen. Und da haben die Besten, die Top 10, haben natürlich richtig große Gewinne erwirtschaftet. Und hier die schlechtesten Führungskräfte sind sogar im Minus. Das heißt, die haben sogar Verluste erwirtschaftet. Also auch hier, je schlechter die Führungskraft, desto höher der Verlust. Oder eben je besser die Führungskraft, desto höher ist der Gewinn. Bringt uns zu der These zu sagen, investier in deine Führungskräfte, es zahlt sich aus. Das ist so das große Fazit dazu. Wer jetzt in meinem Webinar zu Insights drin war, der kennt den kommenden Film. Der passt nämlich ganz gut zu EQ, zu dem emotionalen Intelligenzthema bei Insights, passt aber auch hier sehr gut rein. Deswegen habe ich mir erlaubt, den tatsächlich nochmal einzubauen. Wer bei Insights schon mal dabei war, der hat das jetzt als Wiederholung, alle anderen Film ab. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models.
The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Die Zeiten verändern sich, das heißt, es geht immer schneller, immer weiter, immer größer und so weiter. Und auch die Führungskräfte verändern sich. Wenn wir mit Insights arbeiten, sagen wir immer, ja, bitte achte darauf, dass du nicht eine Farbe siehst und sagst, das ist jetzt ein roter und das ist die Führungskraft, sondern wir sagen, hey, eine Führungskraft von der Zukunft, eine Führungskraft, die modern ist, die sich an moderne Gegebenheiten anpasst, die ist flexibel, die ist agil, die lernt dazu und hat verschiedene Führungsstile drauf. Eine gute Führungskraft ist die, die verschiedene Führungsstile, verschiedene Führungskompetenzen drauf hat und kann. Das heißt, auch das verändert sich mit der Zeit. Wenn wir uns bei der Kompetenzanalyse das Ganze anschauen, ist jetzt der Unterschied zwischen dem Talent, dem Naturell, dem persönlichen Temperament, was wir also als, ja, als Kinder von den Eltern mitbekommen, auch als frühkindliche Prägung, als Erbgut mitbekommen. Das unterscheidet sich von dem, was wir uns aneignen, was wir erlernen, was wir für Fertigkeiten, Fähigkeiten uns erarbeiten. Und wenn beides zusammenkommt, dann reden wir hier von einer Kompetenz. Das ist die Kombination aus beidem. Wenn wir über Kompetenzdiagnostik mit den Kunden, mit den Firmen sprechen, dann ist meistens, sind das genau diese Fragen hier. Welche strategischen Ziele haben Sie denn? Wie sind die dokumentiert? Oder ich mache es mal ganz plakativ, wenn wir in Unternehmen reinkommen, fragen wir, haben Sie Kompetenzmodelle? Die Guten sagen, ja, haben wir. Die Schlechten sagen, nö. Und dann können wir da direkt natürlich einhaken. Aber bei den Guten mit den Kompetenzmodellen fragen wir als nächstes direkt, wie messen Sie denn die Kompetenzen? Und dann kommen wir immer wieder darauf zurück, dass die Führungskraft eine Skala bekommt, 1 bis 10, und dann sagt, okay, du hast von dieser Kompetenz 9 erreicht. Das Problem dabei ist, wir sind hier voll beim Nasenfaktor. Wir sind voll subjektiv in der Meinung von der Führungskraft. Wenn mich einer nicht mag als Führungskraft, dann kann der dafür sorgen, dass ich nicht weiterkomme. Ob meine Leistung gut ist oder nicht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und deswegen gehen wir hier einen Schritt weiter in der Kompetenzdiagnostik. Kleine Geschichtsstunde dazu. Das ist der Grund, warum ich sage, es ist unser neuestes Tool und gleichzeitig eins unserer ältesten. Denn wir haben schon 2004 das Tool, damals Assess, auf den Markt gebracht. Damals noch hier unter Bigby Heavis Associates. Haben das Tool natürlich mit den Kollegen immer weiterentwickelt und haben das auch sehr erfolgreich eingesetzt. Also das war ein Tool, was wir sehr stark für die Entwicklung, für die Kompetenzentwicklung eingesetzt haben. In Amerika, wo das Tool natürlich herkommt, da wird das sehr viel mehr, also fast ausschließlich für den Bereich des Recruitings, also für die Auswahl benutzt. Und das war auch der Punkt. Wir haben das Tool 2017 vorgestellt bekommen, dieses neue hier, Outmatch Assess, und waren noch sehr skeptisch, haben gesagt, na, das geht ja alles sehr in Richtung Auswahl. Es ist sehr, sehr auswahllastig, sehr recruitinglastig. Und wir haben ja viel mehr Einsatzzwecke. Also wir haben knapp 70% der Kompetenzdiagnostik für den Bereich Entwicklung. Kompetenzentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Coaching. Dafür haben wir es hauptsächlich eingesetzt. Und dann über die Jahre hat sich das auch sehr stark entwickelt. Wir haben viel mit den Kollegen in Amerika zusammengearbeitet, um das Tool auf den Stand zu bringen, wo es heute ist. Und konnten dann letztendlich letztes Jahr durchstarten und haben gesagt, okay, jetzt passt das Tool für den Markt. Wir haben es für den Entwicklungsbereich nochmal angepasst und so weiter. Und dabei ist halt der Vorteil, dass wir von so einem Tool kommen, was eben sehr, sehr lange schon im Markt ist. Also hier steht die 1980,
wo Bigby gegründet wurde. Das Tool selbst ist gelauncht worden irgendwann in den 90er Jahren und wir haben eben in Deutschland dann 2004 damit angefangen und da natürlich die ersten Erfahrungen auch gesammelt. Das Tool war immer so, dass wir gesagt haben, naja, Assess ist halt sehr konservativ, es ist schon so ein bisschen altbacken, wenn man das möchte, dafür aber auch wirklich sehr viel Datenmaterial. Es ist das, was Psychologen auch wirklich sehr geschätzt haben an dem Tool, dass es echt ausgereift mit einer großen Datenmenge arbeitet. Der Fragebogen war sehr aufwendig damals, also wir haben da teilweise 30 bis 45 Minuten im Fragebogen verbracht und der Bericht war halt sehr textlastig, sehr, ja, konservativ, vielleicht kennen Sie diese Schriftart Times New Roman, das war dann so das Schriftbild von dem Bericht und wir waren halt von Insights und von den anderen Tools schon modernere Berichte, modernere Abfragemöglichkeiten gewöhnt und so weiter. Und dann war klar, auch in den letzten Jahren, dass wir da den nächsten Schritt in der Evolutionsstufe gehen müssen und das war dann auch das, wo wir uns entschieden haben, mit Outmatch weiterzumachen. Der große Vorteil ist, dass dieses Tool nicht Schnittstellen an ein bestehendes Tool dazu baut, sondern es basiert auf Schnittstellen. Das ganze Tool ist so aufgebaut worden, dass es erstmal heißt Mobile First, also nicht wir können auch auf einem Handy ausfüllen, wie bei den anderen Tools, sondern das war völlig klar und von vornherein eingebaut, das ist ein Tool, was auch auf dem Handy oder auf dem Tablet ausgefüllt werden kann. Der Fragebogen wurde extrem verschlankt und trotzdem von der Aussagekraft hochgehalten. Das heißt, wir haben geschaut, wo sind Items, die wir vielleicht nicht unbedingt für die Aussagekraft benötigen, also die uns gar nicht so viel Aussage bringen in dem großen, riesigen Fragebogen. Und wo sind die Items, die uns wirklich sehr viel Aussagekraft bieten? Und da haben wir natürlich hier über 20 Jahre Erfahrung und Daten auch, die gesammelt werden konnten und auch ausgewertet werden konnten. Und darüber konnten wir das Ganze natürlich verschlanken. Wir sind jetzt bei einem Fragebogen von knapp 15 Minuten. Etwas mehr braucht man, so 15, 16, 17 Minuten braucht man im Schnitt, um diesen Fragebogen auszufüllen. Und das, wie gesagt, komplett mobile möglich, auch mit solchen Bildern unterstützt. Es ist sehr frisch, sehr modern. Und da haben wir dann hier eben auch diese Feedbacks bekommen von den Teilnehmern. 74% berichten, dass sie sich sehr positiv gegenüber ihrem Arbeitgeber dann geäußert haben. 88% fühlten sich motivierter nach dem Assessment und 63% ziehen das Outmatch Assess einem traditionellen Assessment Center vor. Was kann man damit tun? Es gibt im Grunde drei Bereiche. Wir können beim Interview anfangen, können also das Bewerberinterview, das Recruiting damit natürlich unterstützen, können schauen, okay, wie gut schneidet denn der Kandidat ab? Da aber das Gleiche, wie ich es auch immer bei den anderen Tools sage, so ein Analyse-Tool ist jetzt nicht das Nonplusultra, es schlüsselt mir nicht einen kompletten Menschen auf. Ich brauche immer noch das, was ich sonst auch habe. Ich brauche das Gespräch mit der Person, ich muss sie kennenlernen. Ich brauche das drumherum. Es ist nicht so, dass wir hier ein Tool instrumentalisieren, um einfach zu sagen, okay, wir haben eine Kennzahl und ab da wird eingestellt und drunter nicht, sondern es ist immer ein zusätzliches Entscheidungskriterium, es ist ein zusätzlicher Indikator, der mir hilft, meine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht die alleinige Entscheidungsgewalt. Dann hilft es mir extrem beim Onboarding. Das heißt, gerade dieser Wechsel von Auswahl zu Entwicklung ist super spannend. Da haben wir uns auch viel mit beschäftigt, zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Kompromisse, die ich vielleicht eingegangen bin bei der Auswahl? Das heißt, der Kandidat hat nicht 100% gepasst. Ist ja oft so, dass wir trotzdem einen Kompromiss eingehen und sagen, okay, wir nehmen jemanden. Aber gerade bei den Kompetenzen finde ich Bereiche, die ich entwickeln kann. Also ich kann die Person dann fördern, kann gerade schon beim Onboarding darauf achten, wie kann ich ihn hier integrieren? Wie kann ich auch das Development Center aufbauen für diesen neuen Mitarbeiter? Und wie kann ich mich dann hier auch dran langhangeln, um ihn dann hier auszubilden? Und dann ganz klassisch natürlich, das war der Bereich, wo wir drauf gepocht haben, der uns auch ganz wichtig war. Wie können wir hier das Ganze zur Entwicklung nutzen? Also ganz normal Führungskräfteentwicklung. Hier weg von der Gießkanne schauen, wo sind wirklich die Kittel-Brennfaktoren bei der Person? Welche Kompetenzen soll er erreichen, welche Kompetenzen erfüllt er nicht und wie kann ich ihn dort entwickeln und unterstützen, um es zu verbessern.
Ja, wir haben auch bei den Kompetenzen nachgebaut. Das heißt, das war ein sehr aufwendiger Prozess. Wir kamen von 38 Kompetenzen bei dem früheren Assess, sind jetzt bei dem neuen Outmatch Assess zu 43 Kompetenzen gekommen. Zum Beispiel ist da die Resilienz dazu gekommen. Da ist zum Beispiel die Learning Agility dazu gekommen. Das sind ja alles so Themen, wo ich sage, die brauchen wir gerade in der Zukunft. Da war Assess vorher einfach so ein bisschen, ja, es ist halt ein paar Jahre alt gewesen. Das heißt, es war nicht mehr up to date. So. Und das haben wir hiermit jetzt eben nachgeschärft. Genauso bei den Persönlichkeitsmerkmalen oder Traits, wie man sagt. Da hatten wir vorher 24, jetzt haben wir hier die 20, sind also da ein bisschen ja, schmaler, ein bisschen schärfer geworden insgesamt und haben das als Bibliothek hier entsprechend aufgebaut. Das sind die Persönlichkeitsdimensionen, also die Traits. Wir unterscheiden hierbei den Denkstil, also wie treffe ich Entscheidungen, wie reflektiert bin ich und so weiter. Dann den Arbeitsstil, wie gehe ich vor bei meiner Arbeitsstruktur, bei meiner Arbeitsorganisation. Und den Beziehungsstil. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Diese Dinge messen wir mit dem Fragebogen erstmal völlig wertfrei. Also wir bekommen ein Ergebnis aus diesem Fragebogen, was erstmal überhaupt keine Wertung hat. Das heißt, wir schauen uns nur diese Traits an. Da kann mein Ergebnis auf so einem Ergebnisbalken links oder rechts liegen. Das ist erstmal völlig egal. Wir schauen erst dann später, also so sieht das aus nachher in dem Ergebnis. Wir schauen erst dann, welches Kompetenzmodell soll denn die Person entsprechend erfüllen und fahren dann dieses Kompetenzmodell gegen das Persönlichkeitsprofil. Also das System weiß, um eine bestimmte Kompetenz zu erreichen, brauche ich die Ergebnisse an bestimmten Stellen in diesem Persönlichkeitsprofil. Das schaut das System dann selbstständig und gibt mir die Bereiche komplett aufgeschlüsselt. Das heißt, hier rechts sehen wir ein Kompetenzmodell, einfach hier einige Kompetenzen untereinander. Und wir sehen jeweils das Ergebnis der Person. Das heißt, wenn sie in diesen Sollbereichen liegt, dann ist das Ergebnis sehr hoch gewertet. Liegt sie außerhalb der Sollbereiche, dann wandert dann das Ergebnis auch hier eher in den niedrigeren Bereich. Ja, über 30 Jahre Erfahrung. Darüber sind die Algorithmen auch entwickelt worden. Die Forschung, die dahinter steckt, ist richtig stark. Also auch da Psychologen, die sich das anschauen, sind immer begeistert über die Datenmengen und über das Fazit, was wir aus den einzelnen Bereichen ziehen konnten. Daraus ist zusätzlich eine Bibliothek entstanden aus über 900 Jobprofilen. Das heißt, wir können zurückgreifen auf eine bestehende Jobprofilbibliothek oder Kompetenzmodellbibliothek. Wir haben zusätzlich nochmal von der Scheelen-Gruppe 10 Standardkompetenzmodelle, Standardjobprofile, die ich Ihnen gleich zeige. Aber das eigentliche USP, das eigentliche, die ganz große Stärke von diesem Tool liegt darin, dass wir maßgeschneiderte Kompetenzmodelle erstellen können. Das heißt, wir gehen zusammen mit dem Kunden in einen Workshop und schauen, was sind denn jetzt die Kompetenzen, die deine Führungskräfte, die deine Arbeiter, deine Mitarbeiter erfüllen sollen. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Vorab habe ich ja schon gesagt, hier mal die Standardkompetenzmodelle. Das wäre jetzt ein Modell, von der Stange. Wenn ich einen typischen Abteilungsleiter, einen typischen Teamleiter habe, dann kann ich hier einfach mit dieser Analyse arbeiten. Ich habe eine sehr große Anzahl an Kompetenzen. In der Regel sollte ein maßgeschneidertes Kompetenzmodell so zwischen 6 und 8 Kompetenzen enthalten. Das heißt, wir arbeiten in diesem Workshop darauf hin, dass wir diese Anzahl nicht überschreiten. Maximal mal 10 Kompetenzen, dann ist es aber auch schon wirklich gut. Warum haben jetzt diese Standardkompetenzmodelle, zum Beispiel hier Leading Others, ist eins unserer Lieblingsmodelle also ein rein globales Führungsmodell, das sind jetzt hier 13 oder 14 Kompetenzen. Warum haben die so viele? Ja, weil ich sie ja von der Stange einsetze. Ich weiß ja gar nichts über die Firma, ich weiß nichts über den Arbeitsplatz, ich weiß nichts über Vision, Mission, Strategie der Firma und trotzdem will ich jetzt mit so einer Analyse arbeiten. Ich will mal ein Feedback zu dieser Person bekommen. Dann muss ich nicht bei diesem Workshop anfangen und erstmal das Modell entwickeln, sondern ich kann mir hier ein Modell von der Stange nehmen, wohl wissend, dass es natürlich nicht 100% treffen kann. Also 100% Leading Others alle Kompetenzen erfüllen, wäre schon sehr hochgegriffen. Aber hier kann ich natürlich dann wieder meine Kompromisse eingehen und sagen, okay, die Person ist jetzt sehr gut in den Kompetenzen, die ich für wichtig erachte und hat ein paar Defizite in den Kompetenzen, wo ich sage, das ist jetzt nicht ganz kriegsentscheidend.
da kann ich sie vielleicht dann auch noch entwickeln in dem Bereich und kann dann entsprechend abwägen. Viel besser ist es natürlich, ein wirklich scharfes, ein sehr zielgenaues Kompetenzmodell zu erstellen, zu modellieren. Und dafür haben wir einen standardisierten strategischen Prozess entwickelt, nennt sich SSM-Workshop, Strategic Success Modeling. Bisschen schwierig auszusprechen. Damit erarbeiten wir, welche Kompetenzen sollen denn in diesem Kompetenzmodell vorkommen. Und das ist eben die größte Stärke von diesem Tool. Ich kann es nachher auch messen. Ich muss jetzt nicht sagen, okay, Führungskraft, sag mal, wie viel Prozent erfüllt der denn von dieser Kompetenz? Was ist der SSM-Prozess? Ein Führungs- oder Kompetenzteam des Unternehmens ermittelt in einem geführten, strukturierten Prozess die für sie, für die Schlüsselfunktionen des Unternehmens benötigten Kompetenzen. Dann ist uns wichtig, die Vision, Mission, Strategie uns anzuschauen. Und der ganze Prozess wird durch einen Outmatch-Assess-Berater moderiert. Wir brechen herunter von der Vision zur Mission, zur Strategie, den Leitlinien. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Auch das können wir natürlich mit dem Kunden erarbeiten. Aber da gibt es natürlich auch andere im Markt, die diese Dinge erarbeiten können. Wir kommen dann eigentlich, wir steigen dann ein und sagen, okay, was sind denn jetzt die Ziele, Projekte und was sind denn die Mitarbeiter, die ich dafür brauche? Also wie sieht mein Top Mitarbeiter der Zukunft aus. Warum? Wenn ich nur schaue, wie war denn mein Mitarbeiter vor 5 Jahren? Wie war denn das Sollprofil? Wie war denn die Arbeitsstellenbeschreibung von meinem Mitarbeiter vor 5 Jahren? Und danach einstelle, dann stelle ich halt auch nur wieder diese Kompetenzen ein, die ich vor 5 Jahren gebraucht habe. Wir schauen nach vorne und gucken uns an, was für Verhaltenspräferenzen, Motive, aber auch eben welche Kompetenzen werden dann in Zukunft benötigt, um den nächsten Level zu gehen. Wie vorhin schon mal angesprochen, mir ist immer ganz wichtig, der Mensch entscheidet, der Mensch steht hier immer noch im Vordergrund. Wir haben natürlich ein Tool, wir haben natürlich etwas, ein Instrument. Wir können hier sagen, okay, wenn du 90% erreichst, wirst du eingestellt, ansonsten nicht. Das ist aber nicht der Ansatz, das ist nicht der Sinn von diesem Tool. Der Sinn des Tools ist, dass es mir zusätzliche Hinweise, zusätzliche Indikatoren gibt. Es kann mich auch extrem gut unterstützen, um darauf ein Assessment Center aufzubauen. Ein Assessment Center, was durch eine Outmatch Assess Kompetenzanalyse unterstützt wird oder daraus entwickelt wird, ist wesentlich treffgenauer als ein Assessment Center ins Blaue hinein. Und da bin ich auch dann wieder kein Freund von. Da bin ich dann auch wieder ein Freund von, wenn ich sage, ein Assessment Center basiert auf der Kompetenzanalyse. Ein paar grundsätzliche Thesen. Wir sagen, 2 von 3 Neueingestellten erweisen sich innerhalb des ersten Jahres als nicht optimal passend. 95% der Bewerber übertreiben, um den Job zu bekommen. Ganz witzig, da ist mal ein CEO aufgestanden und hat gesagt, Herr Mehl, 75% der Unternehmen übertreiben, um den Bewerber zu bekommen. Ist interessant, wie sich das teilweise dreht. Stimmt, natürlich, auch die Unternehmen übertreiben, um den Bewerber zu bekommen. Und dann kommen Punkte, die wir alle kennen. Ausgezeichnete Mitarbeiter werden oftmals mit Funktionen, in denen sie ihre Stärken nicht optimal ausspielen können, fehlbesetzt. Also der Fachmann wird zur Führungskraft. Er kennt sich wirklich gut aus, macht einen guten Job, also wird er die Führungskraft von dem Team oder von der Abteilung. So, will der führen? Kann der führen? Ist das überhaupt sein Ding zu führen? Das sind die Fragen, die wir uns natürlich vorher stellen sollten. Denn wenn er dann mal Führungskraft geworden ist, ist es natürlich ganz schwierig, ihn wieder zurückzunehmen. Oder was wir auch schon gesehen haben, der Fachmann für ein Produkt wird zum Verkäufer gemacht. Geh mal verkaufen. Ob er das kann, ob er das will, ist eine ganz andere Frage. Und die meisten Entscheidungen über Stellenbesetzung werden in den ersten Minuten des Gesprächs intuitiv gefällt. Nasenfaktor. Mag ich den oder mag ich den nicht? Und dann stelle ich ihn ein. Vor jeder Stellenbesetzung sollte geklärt werden, welche Kompetenzen brauchen wir für den Job, welches Verhalten, welche Verhaltenspräferenzen werden begünstigt, ermöglicht und welche Motive werden im Job belohnt. Was ist das? Outmatch Assess und Insights MDI. Genau die beiden Tools. Wenn ich gefragt werde, welches von beiden, sage ich immer ja optimalerweise beide. Nicht nur als Toolanbieter, sondern einfach, weil es sich extrem gut ergänzt. Je nachdem, was ich denn messen möchte. Bei dem SSM-Prozess schauen wir uns das ganze Unternehmen an. Also wir schauen uns den Status Quo an. Wo sind Vision, Mission, Strategie? Wie sieht die Stelle aus, die wir besetzen wollen? Gibt es da Dinge, die auch vielleicht völlig entwickelt werden müssen, völlig neu entwickelt werden müssen, überarbeitet werden müssen?
Dann initialisieren wir das Ganze. Wir machen einen SSM-Workshop, erstellen dieses Kompetenzmodell. Dann durchlaufen die Mitarbeiter das Assessment Center. Und dann gucken wir uns natürlich die Analyseergebnisse an. Und dann eben beim Recruiting wird die Entscheidung gefällt. Beim Development werden halt verschiedene Trainings, Coachings, was auch immer dann in die Wege geleitet. Für eine saubere Jobdefinition brauche ich vorher die Klarheit über die Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung. Also was soll der denn überhaupt können? Das sind auch Dinge, die ich vor so einem Prozess haben muss. Vision, Mission, Strategie ist immer meine Kür. Aber auf jeden Fall brauche ich die Funktion, Aufgaben, Zuständigkeiten, Befugnisse, Erwartungen, Messkriterien. Was sollen wir denn überhaupt messen? Dieses Team, mit dem ich dann also einen solchen Prozess durchführe, besteht immer aus optimalerweise 3 bis 5 Personen. Ich habe das schon mit einer Person oder auch mit 20 Personen gemacht, war beides nicht empfehlenswert, aber optimalerweise eben 3 bis 5 Personen. Optimalerweise Personen, die den Job schon mal ausgeführt haben, die den Job gemanagt, geführt haben, die für den Bereich verantwortlich sind, also Führungskraft sind, oder die sonst mit dem Job zu tun haben. Wenn ich nicht möchte, das sind die Personen, die gerade diesen Job innehaben, also die jetzt gerade genau das ausführen, was wir hier modellieren wollen. Warum? Weil die natürlich persönliche Befindlichkeiten haben. Die bringen ja ganz andere Kompetenzen, ganz andere Fähigkeiten nochmal mit, die vielleicht für das Sollprofil nicht wichtig sind, aber halt natürlich ihre Persönlichkeit ausmachen. Also die möchte ich nicht mit drin haben. Meistens habe ich den Chef mit drin, der Silberrücken, das Alpha-Tier ist meistens dabei. Mit dem mache ich ein Gentleman Agreement und sage, hey, darfst dich gerne mit einbringen und deine Meinung äußern, aber bitte nicht als Erster, weil sonst kann ich mich alleine mit ihm hinsetzen. Dann sagen die anderen 3 bis 5 nur noch, genau so ist es. Dieser ganze Prozess, den wir hier aufbauen in dem SSM-Workshop, geht darum, genau das zu vermeiden, die eierlegende Wollmilchsau. Wenn wir ein Kompetenzmodell definieren, wir haben jetzt 3 bis 5 Leute in dem Raum, und ich gebe denen diese Kompetenzkarten, mit denen wir dann arbeiten, und sage denen jetzt, such mal raus, welche Kompetenzen passen zu dem Job. Dann hätte ich 3 bis 5 verschiedene Ergebnisse. Dieses Fokussieren am Anfang ist extrem wichtig. Das heißt, wir schauen uns ganz genau die Stelle an. Wir schauen uns an, was sind die wesentlichen Schlüsselfaktoren dieser Stelle, um sie klar definiert zu haben und auch alle den gleichen Ausgangspunkt zu haben. Und dann erst gehen wir in die Kompetenzkarten rein. Die haben wir hier vorbereitet. Das heißt, wir haben auf der einen Seite der Karte die Kompetenz selbst beschrieben. Das sind diese 43 Kompetenzen aus der Bibliothek. Dann eine Definition, was das bedeutet. Und auf der Rückseite haben wir die Verhaltensweisen, woran ich erkennen kann, dass jemand diese Kompetenz erfüllt. Übrigens, das ist auch gleichzeitig das, was bei 360 Grad nachher abgefragt wird. Zeige ich Ihnen gleich. Ich bekomme gerade eine Frage rein, die möchte ich schnell zwischendurch beantworten. Vielen Dank für die Frage. Kann das Tool auch genutzt werden, wenn in einem eher kleinen Unternehmen die Assistenz der Geschäftsleitung gesucht wird? Und wer sollte dann im Kompetenzteam sitzen? Ja, Assistenz der Geschäftsführung wäre zum Beispiel jetzt das Jobprofil. Da müsste man jetzt abwägen, will ich tatsächlich so einen Workshop machen, was natürlich auch ein Invest ist. Das heißt, hier müssen wir ja die 3 bis 5 Personen mit reinsetzen. Hier müssen wir einen halben Tag investieren und das Modell tatsächlich natürlich entwickeln. Dann hätte ich für diese Stelle ein sehr scharfes Jobprofil. Wer würde dann in dem Team sitzen? Ich würde sagen, der Chef selber, weil der natürlich wissen muss, wer seine Assistenz dann ist. Ich würde da jemanden reinsetzen, der vielleicht vorher mal die Assistenzstelle innehatte. Ich würde da vielleicht jemanden reinsetzen, der direkt mit der Assistenzstelle zusammenarbeitet, also sehr eng mit dem Job zu tun hat. Und vielleicht jemand von der Personalabteilung, der dann noch grundsätzlich zur Personaldiagnostik was sagen kann. Die andere Alternative ist, ich suche mir ein Modell von der Stange aus. Da wäre ich jetzt hier beim Sachbearbeiter-Spezialisten, wo ich Grundkompetenzen drin habe, aber dann einfach mir die Persönlichkeitsdimensionen in der Ausprägung anschauen kann. Das heißt, hier lege ich weniger Wert auf das tatsächliche Ergebnis der Kompetenzen, viel mehr Wert auf die tatsächlichen Ergebnisse in diesen Persönlichkeitsdimensionen, die mir dann viel Aussagekraft eben auch treffen können, wie die Person tickt, was dahinter steht.
So viel vielleicht zu der Frage. Genau, das ist dann die Kompetenzbibliothek. Das heißt, hier haben wir die 43 Kompetenzen. Wir haben das auf 4 verschiedene Ebenen aufgeteilt. Also Mitarbeiterebene, Abteilungsleiterebene, Bereichsleiter und dann eben Vorstand. Und wenn wir jetzt das Kompetenzmodell entwickelt haben, können wir gleichzeitig auch neben dieser Kompetenzanalyse im Outmatch Assess ein 360-Grad-Verfahren machen. Das ist besonders dann charmant, wenn ich jetzt in einem Führungskräfteentwicklungsprozess bin und ich möchte eben nicht nur wissen, wie meine Führungskraft mich sieht oder ich mich selber sehe, sondern ich möchte einen Abgleich haben, Selbstbild, Fremdbild, aber eben mit einem 360-Grad-Rundumblick. Heißt auf jeden Fall, ich befrage nicht nur die Person, die selbst den Job hat, das tue ich auch, die Person, die drüber ist, also den Chef, die gleiche Ebene, also Kollegen, sondern eben auch die untergeordnete Ebene, Mitarbeiter und ich habe sogar noch eine Ebene Sonstiges. Das kann sein die Personalabteilung, das kann sein ein Kunde, es kann aber auch sein ein Lieferant, je nachdem, wer auf meinen Job auch wirklich eine Aussage treffen kann. Und da ist immer die Maßgabe, je größer diese Gruppen, also je mehr Stimmen ich drin habe, desto besser. Es gibt auch so eine Mindestanzahl von Stimmen, immer pro Gruppe 3 Personen mindestens, damit ich nicht sehen kann, wer hat was angegeben, außer beim Chef, da darf ich das wissen. Und dann bekomme ich tatsächlich einen Vergleich Selbstbild-Fremdbild. Sie sehen das hier auf dieser einen Seite mit den verschiedenen Symbolen. Da sieht man dann immer, wie ist das Selbstbild, wie ist das Fremdbild der jeweiligen Gruppe dargestellt. Und damit kann ich dann wirklich auch eine Bewertung machen, wie komme ich denn in dieser entsprechenden Kompetenz auch weiter. Dieses System haben wir komplett neu aufgesetzt. Also das hat mit Assess in dem Sinne und mit Outmatch Assess eigentlich nichts zu tun, außer dass wir uns dieser Kompetenzbibliothek bedienen. Das heißt, wir haben gemeinsam mit einem Schweizer Unternehmen eine eigene 360-Grad-Welt erarbeitet. Das ist also ein Produkt von Scheelen. Komplett neues System, sehr, sehr bedienerfreundlich. Wir haben es auch jetzt in den 4 Sprachen schon mal verfügbar. Es wird sicherlich noch weitere Sprachen geben. Und das Charmante ist jetzt, ich kann so einen 360-Grad-Prozess starten und kann sagen, ich möchte die alte Welt, also die alten 38 Kompetenzen von Assess nehmen, weil das vielleicht der Kunde schon so gewöhnt ist und vor 10 Jahren mal ein Kompetenzmodell entwickelt hat. Oder aber, was natürlich etwas besser ist, ich entwickle das, also update das Kompetenzmodell und arbeite mit den neuen Kompetenzen von Outmatch Assess, mit den 43. Oder, und jetzt kommt der Clou, ich könnte sogar komplett customized 360-Grad-Prozesse anlegen. Also es muss gar nichts mit diesen Kompetenzen zu tun haben. Ich möchte einen 360-Grad machen über ganz andere Bereiche. Da habe ich einmal die Möglichkeit, normal über diese ersten beiden Varianten das zu machen, also zusätzliche Fragen einzubauen. Maximal 3 kann ich komplett customized mit anlegen. Oder den ganzen Prozess. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr flexibel. Grundsätzlich beim 360-Grad ist es so, dass wir sammeln, wer soll denn Bewerter sein, wer soll denn den Fragebogen ausfüllen, wobei das weniger ein Fragebogen ist, mehr ein Bewertungsbogen. Dann wird das Ganze online über das System verschickt an alle teilnehmenden Personen. Natürlich wird hier die Anonymität gesichert, dass man also nicht sehen kann, wer was angegeben hat. Und dann gibt es einen Ergebnisbericht. Bei der Abfrage ist es so, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel herausgezogen. Wir haben die Kompetenz Visionskraft, bedeutet langfristige Ziele erkennen und die Einführung anderer oder alternative Ideen zu gestalten. Und ich möchte das jetzt bewerten in diesem 360 Grad. Hier wäre es der Frank Muster, den ich jetzt bewerten soll. Und dann habe ich die Verhaltensweise denkt innovativ und kreativ. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen starker Zustimmung und starker Ablehnung. Oder eben, ich kann es nicht bewerten. Ich kann keine Aussage dazu treffen. Und daraus erarbeiten wir dann eben diese 360-Grad-Berichte. Das ist natürlich super fürs Coaching. Das Spannende ist, wir haben in Amerika mittlerweile die Nachfrage nach 360-Grad sehr rückläufig. Deswegen hat Outmatch Assess auch dieses Modul nicht mehr selber mit drin. Wir in Europa, in Deutschland sagen, hey, jetzt geht es gerade erst richtig los mit 360 Grad. Also wir erleben eigentlich, dass wir immer mehr Anfragen nach 360 Grad bekommen. Beide Tools sind möglich mit in der Welt von Outmatch Assess.
Anwendungsgebiete. Personalauswahl habe ich schon gesagt, es bringt mir Klarheit über die Kompetenzen, zeigt die individuellen Stärken auf, gibt mir Auskunft über die persönliche Eignung, unterstützt mich sehr gut beim Bewerberinterview. Das ist eine extreme Stärke. Es gibt mir sofort Fragen für das Bewerberinterview an die Hand, die ich dann auch für ein Assessment Center zum Beispiel nutzen kann. Gleicht die Person mit dem Job miteinander ab und reduziert mir natürlich die Folgen der Fehlbesetzung. Es ist eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage. Führungskräfteentwicklung, der Klassiker, es zeigt die Kompetenzen auf, es gibt mir die Entwicklungsfelder, unterstützt mich bei der Planung und Durchführung von Coachings, Trainings, verbessert die Kommunikation, richtet die Personalentwicklung auf die Unternehmensstrategie aus, also mit Vision, Mission, Strategie und geht weg vom Gießkannenprinzip. Also ich trainiere mal alles oder ich trainiere mal Führung. Wenn ich hier mit so einer Analyse arbeite, kann ich genau sehen, okay, das ist jetzt die Kompetenz, die ich hier trainieren sollte. Und kann sogar eine Eingangs-Ausgangsmessung machen. Auch das machen wir relativ häufig. Ich habe es schon angekündigt, wir haben ein praktisches Beispiel. Hier haben wir eine damals noch Assess-Analyse ausgefüllt. Das heißt, da war der Coachee, eine Führungskraft aus dem Vorstand. Wir hatten ein Coaching zwischen Mai 18 und November 18, also genau 7 Monate. Intervall der Coachings war so circa 4 bis 6 Wochen, also insgesamt 5 Coaching-Termine, die alle so einen halben Tag gingen, also zwischen 3 und 4 Stunden. Die Tools, hier haben wir beides eingesetzt. Wir haben mit Talent Insights Basic von Insights gearbeitet, also Verhalten und Motive zusammen, und die Kompetenzanalyse hier mit dem Entwicklungsbericht Leading Others. Das war dieses große Führungsmodell mit den 13, 14 Kompetenzen. Das war die Eingangsmessung, das heißt, der hat schon wirklich ganz gut abgeschnitten. Lag also bei allen Bereichen jetzt nicht wirklich schlecht, sondern wirklich überall über dem 3,0, teilweise weit über den 4,0 oder sogar bei Teamführung hat er hier die 5,0 erreicht. Die Eingangsmessung vor dem Coaching, das war hier im September 17. Dann haben wir eine Ausgangsmessung im Januar 2019 gemacht. Und wenn man jetzt die Ergebnisse mal wirklich nebeneinander stellt und ausrechnet, dann sehen wir hier, es ist eine Kompetenz ein bisschen zurückgegangen, das ist die Innovationskraft. Aber alle anderen Kompetenzen sind mindestens identisch, wenn nicht sogar. Und das ist hier von den Werten her sehr hoch, plus mindestens 10%, plus 17, plus 22, plus 26. Also überall verbessert, nur in einer Kompetenz ein bisschen schwächer geworden. Wie ist das abgelaufen? Wir haben also konkret in diesem Coaching an einer Dimension, also nicht nur an einer, sondern an vielen Dimensionen, aber besonders an dieser einen Dimension gearbeitet. Das war die Selbstsicherheit. Das heißt, die Person war wirklich sehr zurückhaltend, reserviert. Wir haben daran gearbeitet, dass sie durchsetzungsstärker wird. Also wir haben klare Dimensionen uns angeschaut. Führung in Change-Prozessen, Überzeugungskraft, Führungskompetenz, Entwicklung von Mitarbeitern, das waren die Kompetenzen, die sich dann eben positiv ausgewirkt haben. Dann sind wir bei den wissenschaftlichen Testgütekriterien, die werden in allen Bereichen erfüllt. Wenn Sie hierzu tieferes Material, weiteres Material haben möchten, haben wir das natürlich zusammengefasst in einem Validierungshandbuch. Hier haben wir eine Übersicht der Ausbildungen. Das heißt, Sie können bei uns sich zertifizieren für die einzelnen Tools, können dann eben auch Partner werden, von vergünstigten Einkaufspreisen profitieren oder auch Unterstützung, sei es Präsentationen oder Material, sei es eben Unterstützung bei diesen SSM-Workshops und so weiter. Da bieten wir sehr viel an. Im Bereich Outmatch Assess gibt es eine Basisausbildung, die geht 3 Tage. Da lernen Sie, wie Sie die Analysen lesen, wie Sie es interpretieren, wie sich das Ganze aufbaut, wo das überhaupt alles auch herkommt von der Messung. Und dann nachgelagert die Master-Akkreditierung, die geht dann nochmal 1 Tag. Darin lernen Sie, wie Sie einen solchen SSM-Workshop durchführen und moderieren, wie Sie 360-Grad-Prozesse anwenden und über ein weiteres Modul zu Outmatch Assess das Video-Interview. Das ist eine videogestützte Online-Plattform, um Bewerber sich anzuschauen. Diese Module lernen Sie in der Master-Akkreditierung. Das ist immer ein Gesamtpaket in diesen 2 Stufen. Wenn Sie da Interesse dran haben, können Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Ich gebe Ihnen da gerne mal die Zahlen, die Daten, wann das nächste Mal stattfindet.
grundsätzlich, worauf wir stolz sind, wir haben bei unseren Partnerschaften keine jährlichen Rezertifizierungen, keine Abnahmeverpflichtungen, keine jährlichen Gebühren oder sonstige Dinge, das tun wir alles nicht. Wir haben aber viel, was wir tun, das sind eben ganz starke Unterstützungsleistungen. Wir haben einen Akquisitionsschutz, wir haben eine Provisionsregelung, einen laufenden fachlichen Support und so weiter. Also da ist sehr viel Material für Sie drin. Unter anderem jetzt auch für Outmatch Assess ganz spannend. Wir haben fertige Trainingsmodule. Das heißt, Sie können für eine bestimmte Kompetenz sich ein komplettes Training mit Handbuch, mit Trainerleitfaden, mit der Drucklizenz für die Handbücher und so weiter können Sie sich gerne einkaufen. Jetzt wäre die Frage, haben Sie noch Fragen? Wir sind ziemlich genau, ja genau, wir haben eine Punktlandung, wir sind auf 60 Minuten hinausgelaufen. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich im Chat ganz gerne noch zur Verfügung. Vielleicht nochmal die Anmerkung, es gibt eben noch einen dritten Teil zu dieser Webinarreihe, dann am 20. Mai zum Thema Relief. Und wie schon angekündigt, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an andreas.mehl@schelen-institut.de. Sie können haben den Foliensatz, Sie können gerne Infomaterial zu Outmatch Assess haben und auch zu den weiteren Teilen der Webinarreihe und an der Verlosung für eine persönliche Analyse teilnehmen. Ansonsten stehe ich Ihnen gerne noch für Fragen zur Verfügung und für alle, die eingeschaltet haben, sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend. Es hat mittlerweile auch aufgehört zu regnen. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Abend. Tschüss.